Wenn wir jetzt erst anfangen, uns auf den Abstiegskampf einzustellen, dann ist hier schon vieles falsch gelaufen. Das kann nicht sein, weil da steckt der Verein und wir als Mannschaft schon lange drin. Ich glaube, das musste man sich bewusst sein, das war ich mir vom ersten Tag an. Also die Uhrzeit hat keinen Einfluss auf uns, weil wir einfach zu lange bräuchten, uns jetzt auf diese Uhrzeit so einzustellen, dass man sagt, man trainiert jetzt 2 Tage nur um 20.30 Uhr. Wir trainieren nur am heutigen Tag um 18 Uhr, weil die Nationalspiele erst zurückgekommen sind. Ansonsten erwarten wir ein Spiel in Berlin, was, glaube ich, mit einer hohen Intensität zu erwarten ist, aufgrund dessen, wie auch Hertha spielt und wir einfach auch über eine sehr, sehr mannschaftliche Geschlossenheit kommen müssen, Zweikämpfe suchen müssen. Wir haben 2 Spieler, die jetzt gerade in den letzten 2 Wochen gut dabei waren. Das ist Camacho und das ist Felix Udokai, die jetzt 2 Wochen am Stück gut mittrainieren konnten. Das ist sicherlich mal erfreulich in unserer Situation. Wir sind uns im Klaren, dass diese Spieler nicht auf dem Top-Niveau sein können aufgrund der langen Verletzung, aber zumindest ist es ein Hoffnungsschimmer, falls wir sie brauchen, dass wir sie immer wieder punktuell auch einsetzen können.